Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von BeamNG. Diesmal gemeinsam erneut natürlich mit dem Agil. Hallo. Und auch mit dabei Sausier Plays. Hallo. Und ja, heute mit einer neuen Polizeiverfolgungsjagd. Und ja, als erstes werden mich hier der Agil und jeweils der Sausier verfolgen. Und dann in der nächsten Runde drehen wir dann wie gewohnt den Spieß um. Und dann werde ich der Polizist sein und dann, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir direkt los. Dann, ja, okay. 3, 2, 1, let's go. Ah, okay. Oder erstmal voll den Start verkackt. Ja, ich hab's gemerkt, so aus hier. Ich bin ihm dran. Ich crash jetzt schon am Flughafen weg. Ich sag's dir ohne Witz. Nee, lass mal. Da, ich crash dich jetzt hier so weg. Oh mein Gott, ich komm näher, Weser. Ich muss auf. Nee, ich komm doch nicht näher. Doch, nee? Ich komm näher. Doch, ja? Ich komm wirklich näher. Man sieht's ja ein bisschen. 31 Meter, 32 Meter, 31, 30. Fuck, nein, bitte nicht crashen. Ah, ich bin in den Schleudern gekommen. Nein, Sause, du hast mich auch getroffen. Nein, war dir weg? Nein, nicht direkt. Okay, meine Tür ist offen. Ich bin noch hinter ihm. Ja, meine Tür ist auch noch offen. Na, egal. Perfekt. Also mein Auto ist noch ziemlich ganz außen, eine kleine Delle von Sausi, weil du mich komplett mitgenommen hast. Ich mir fehlt gleich eine Tür. Lebt Sausi überhaupt noch oder ist er jetzt auch komplett? Ja, ich lebe noch, aber mein Auto hat einen kleinen Linksdrall. Ah, okay, fühle ich. Ich dachte, du kannst Auto fahren. Digga, weißt du? Ich auch, aber ich bin über den Grashügel da gehüpft und dann ist mein Auto auf einmal gedriftet. Ja, da musst du aufpassen. Ich bin noch an ihm dran, aber ich weiß nicht mehr wie lange. Es hat halt einen riesen Vorsprung, wo ist hingefahren. Ja, auf okay, Autobahn. Ich kann anscheinend im Gegensatz zu euch auch gut fahren. Na, ich nicht. Ich bin noch hinter dir dran. Hinter dir. Also an dir dran. Ja, ich drehe gerade ein paar Runden im Kreis. Perfekt. Also er ist auf Autobahn, Sausier. Wenn ich von der anderen Seite einfach abfange, wenn ich andersrum fahre, den langen Weg. Ja, Karte öffnen ist ja verboten, ne? Ja. Kenn mich hier aus. Okay, gut. Ja. Alter, hab ich einen krassen Linksdreier, aber ich muss dauerhaft auf rechts auf D drücken. Ich zieh hier gerade auf der Autobahn ein bisschen durch. Ich bin relativ hinter dir. 300 Meter. Mein Auto fährt maximal 100. Digga, komm, wie saus hier. Er hat dich im Stich gelassen. Ich bin aber ich... Also bist du da, bist du sowieso über alle Bürger. Okay, jetzt komme ich rasend schneller an dich hin, Weser. Fährst du nach rechts oder? Es sieht so nach raus, als ob nach rechts. Nein! Digga, ich bin so behindert. Nein! Scheiße, Digga. Nein! Ich bin so lost, Alter. Bist du komplett gecrashed? Gefühlt schon. Ich bin noch da, ich bin hinter dir. Ich bin so hinter dir. Nein, Mo, was machst du denn, Weser? Bist du behindert? Sorry, aber... Ich bin aber komplett nah an dir dran, ne? Mich kannst du nicht so schnell aufpillen hier. Doch. Digga, meine Mo... Digga, das sieht... Ach du... Hey, Haus ist wieder da. Scheiße. Full Speed, Alter. Nein! Ich lebe. Ich hab mich komplett einem hingelegt. It's my life. Hey, du hattest knapp aus hier. It's your life. Nein, ich kann nicht mehr drehen, weil mein Reifen hat sich umgedreht. Oh mein Gott, ich fahr Ideallinie. Ich auch. Ja, ich muss respawnen. Ach Digga, ich hätte weiterfahren müssen. Ich bin so ein Vollidiot, einfach voll dagegen gefahren, ey, Mann. Alter. Scheiße. Okay, ich hab einen Crash, aber ich bin direkt hinter Weser. 90 Meter. Alter, Sausi, du musst dich jetzt beeilen, weil ich glaube, ich tue es auch nicht mehr so lang. Ja, ich musste respawnen, mein Auto hat, mein Reifen war komplett umgeschalten, Alter. Ja, das ist einfach auf dem Boden hing der. Alles gut. Den Crash. Oh mein Gott, Weser macht viele Fehler. Digga, ich mach gar keine Fehler, sei leise, Alter. Du bist richtig hingecrashed. Und ich bin da. Guten Tag, Weser. Was geht so? Ich könnte jetzt eine Abkürzung vom Flughafen ausnehmen. Nein. Ich kann nicht mehr fahren. Nein, bitte nicht. Doch, ich bitte. Jetzt... Ja? Ich muss auch respawnen. Haha, jawohl. Nein, ich muss nicht respawnen. Oder muss ich respawnen? Warte, ich kann noch fahren. Okay. Ich bin noch da, Weser. Ich bin noch da. Ach du Scheiße. Ich fahre hier gerade mit 60 Stundenkilometer. Ach, na! Meine Fresse, Digga. Bruder, mein Auto ist so broken. Komm.
Bist du, lebst du noch, Wichse, oder? Ja, so irgendwie. Irgendwie. Irgendwie passt. Gut. Ja. Okay. Ich gefühlt immer langsamer. Noch. Sause, ich bin komplett am Arsch, mein Auto, aber ich bin noch halbwegs an ihm dran. Ich fahr grad immer langsamer. Mein Reifen ist gerade blockiert. Cool. Ich denke, ich habe einen Plan, ich weiß aber nicht, hallo, ob Hallo, Wichser, Platz! Lebe ich noch? Nein, ich kann nicht mehr fahren. Bitte sag, ich habe dich komplett gecrashed. Nee, ich fahr noch. Wie kann dieser Golf noch fahren? Ich muss respawnen. Es ist so eine Verarsche. Ich fahr hier gerade mit 13 km/h, 12 km/h. Ey, es ist so eine Verarsche, das glaubst du mir nicht. Also, Sausi, ich habe ihn so krank gecrashed, dass er nicht mehr fahren kann oder so. 3 km/h? Aber... Stabil. Ja, ich kann nicht mehr fahren. Aber ihr müsst mich holen, ne? Wie lange haben wir noch, Sausi? Jetzt Halbzeit. Halbzeit. Oh Gott, wir müssen jetzt uns richtig beeilen. Ich weiß, wo er ist. Und ich kann weiß, nicht fahren. Ich kann nicht fahren. Okay. Sausi, weißt du, wo er ist? Ja, ich denk schon. Wenn ich dann spawn am Flughafen, ich fahre nämlich auch gerade von da aus weg. Irgendwo mit der Map. Du musst diese einfach der Autobahn immer ganz geradeaus entlang. Ach Mann! Okay, wir sind unterwegs. Es ist jetzt ein Kampf gegen die Zeit. Schaffen wir es in nicht mal mehr 5 Minuten, dich zu holen? Ich lehne mich mal in der Zeit ein bisschen zurück. Nein, ich bin schon wieder. Nein, ich bin noch nicht gecrashed. Alles gut. Sause, wo chillst du rum? Ich wollte eigentlich den langen Weg umrum fahren, aber da ich gemerkt habe, dass ihr verstehen geblieben seid, sonst wärt ihr genau mir entgegengekommen, aber. Ja, gut. Na, ja, egal, fahr da trotzdem hin. Fahr einfach trotzdem hin. Du siehst ja ungefähr, wo er ist, durch dieses Zeichen. Irgendwie da, wie bei mir weit ist alles broke. Ich glaube einfach, mein Rad ist irgendwie blockiert und deshalb. Aber Alter, dieser Golf hält so viel aus. Ich bin Digga, das ist krank, 150 Digga, oder so in dich reingekommen. Ja, Digga, das ist OP. Voll mit 160 oder so bin ich. Vor allem, du musst ja bedenken, du weißt ja noch, ich bin ja da bei der Ausfahrt vollkommen gegen die Leitplanke gegengebrettert, Digga. Der Wagen fuhr noch, ne? Dieser Golf ist komplett OP, ne? Digga, das ist die gute alte deutsche Qualität, ich sag's dir. Oh mein Gott, ich muss schnell genug sein. Ich glaube, wie lange haben wir noch, Saus hier? 3 Minuten 45. Das wird ganz, ganz schön knapp. Ich darf jetzt keine Fehler machen und muss schnell sein. Alter, das wird so knapp. Also noch ist mein Auto ziemlich ganz. Mein Auto ist noch komplett heil. Ja, Digga, ich chill hier irgendwo. Ich schleiche hier gerade mit 30 um die Kurven. Also ich fahre hier gerade mit 170 um die Kurven. Perfekt. Also ich bin zwar auf Autobahn, aber... Oh mein Gott. Ah, ich kann nicht schneller, bei mir sind die Kurven zu eng. Ja, Digga, oh mein Gott, die Kurve. Oh, bitte. Ideallinie doch gekommen, nice. Mit 190 knapp. Meine Idee hat nicht geklappt, naja. Ja, okay, geil. Ich bin jetzt im Tunnel gleich. Bei der Ausfahrt, wo Wese gecrashed ist. Jetzt hier einfach mal runter vom Gas, nicht zu viel riskieren. Weil wenn ich jetzt nochmal respawnen muss, bin ich am Arsch. Sau sie, wie viel Zeit haben wir noch? Also zumindest, wie viel Zeit habt ihr noch und wie viel Zeit habe ich noch? 2,50. 2,50, oh, das wird so knapp, ohne Witz. Ja, ich hoffe, die Zeit gönnt. Wie knapp das wird. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, den Weg bin ich noch nie gefahren. Also ich bin jetzt im Tunnel. Ich glaube, du distanzierst dich auch ein bisschen. Obwohl... Digga, ich glaube, Sausi ist näher dran als du, Angel. Das kann nicht sein. Doch. Nein, das kann nicht sein. Doch, doch, Sausi, du bist 1,5 Kilometer von mir entfernt. Du bist von mir 1,4 jetzt entfernt, weil ich komme richtig schnell näher. Ach so, ich dachte, das wäre... Ah ja. Ja, Digga, keine Ahnung. 3,5 von dir entfernt. Ach so, ich habe gerade eben die ganze Zeit dahin geguckt, ich dachte, das wärst du. Ja, perfekt. Nee, ich wollte hier rumfahren, dann wärt ihr mir fast in die Arme gefahren. Sag. Wie viel Zeit noch? 2 Minuten. Oh, es wird eng. Ja, ich glaube, das war's. Das schaffe ich. Ja. Muss nur an mich glauben. Die letzten 2 Minuten sind immer sehr lang. Ja, vor allem. Also, ich bin auch komplett heil. Ich habe nur. Ja, Digga, sei leise. Was soll ich leise sein? Hallo? Ja, so. Ich glaube, ist over, wenn du mich nur einmal berührst, ne, so gesehen. Ja. Ja. Also, jetzt, wenn du fahruntüchtig bist, reicht's, ja. Okay, 500 Meter noch. Wie viel Zeit? 1,39 jetzt, ne? Ja, nee, kann ich vergessen. Es wird trotzdem knapp, Digga. Weil ich weiß nicht genau, welchen Weg ich fahren muss. Ich hoffe, du fährst irgendwo gegen Baum oder so, das wäre richtig geil. Oh, ich fahre jetzt einfach Offroad hier runter, scheiß drauf. Okay, ich bin da. Ja, Baum. Ist einfach Baum. Auch dein Life, ne, so. Oh nein, Baum. Oh, noch ein Baum. Ah, hing ein Baum fest. Wo bist du, Wese? Nein. Ja, ich sehe dich hier. Nein! Sagte. Eine Minute noch, ne? Und ich hab ihn in 3, 2, 1 abwesend. Ach. Ich fahr! Minute 1 hätten wir noch Zeit gehabt. Jawohl, danke für Schieben.
Ja, ist egal. GG, der GG, das gut, war's. Aber ich hab ihn sausieren. Okay. Macht doch gar keinen Unterschied, egal, kann losgehen. Warte. Hast du alles ready? 3, 1, go. Okay, komm. Ach, Digga, ist ja beschleunigt, der Wagen, ne? Ja, aber er ist an sich ganz gut, aber der Golf ist nicht viel besser. Ja, ja, aber es ist schon, das ist gut, es ist sehr ausgeglichen. Ja, auf jeden Fall, weil wir sind auch zu zweit und haben ein bisschen schlechteres Auto, bisschen. Ja. Gut, dafür haben wir also halt ein bisschen größere Masse, so, ne? Ja, aber Digga, der Golf fällt trotzdem mehr aus. Ja, Digga, der ist OP. Aber ja, aber Digga, was er aushält. Alte Wertarbeit. Ja, ich sag's dir. Ich halte ein bisschen Abstand zu dir, weißt du, damit ich nicht in dich reincrash. Ja. Ich bin gut hinter ihm. Ah, fuck, Digga. Okay, ich bin hinter ihm, ich bin direkt hinter ihm. Hab die Kurve voll verkackt. Also, ich bin instant hinter ihm. Ja, Digga, ich drifte hier grad. Okay, also Sausier kommt jetzt auch nicht so aus dem Quark raus, ne? Also der Wagen hört sich an wie so ein E-Auto, Alter. Bei mir hat der gar keinen Sound, der Wagen. Aber ich nur den Wind. Der ist wirklich so. Also bei dem hört man wirklich nicht viel. Aber diese Kurvenlage von dem Wagen ist geil. Ja. Ja. Das hat mich bei dem Polizeiwagen gestört, Alter. Der hat einen Wendekreis von, weiß ich nicht, von einem Ist er Autobahn, okay, oder wo ist er? Ja, Autobahn. Gleiche Strecke wie du vorher. Okay. Ich bin an ihm dran, 150 Meter. Wer weiß, vielleicht macht er denselben Fehler wie ich. Mal schauen. Hoffe ich. Junge, das war bodenlos, aber sowas von, ey. Das war komplett bodenlos. Ja, Bruder, ich wollte irgendwie runterbremsen, aber irgendwie der hat nicht schnell genug gebremst. Wie weit hinter mir bist du, Weser? 300 Meter. Ja, Weser fährt gerade fast genauso wie ich, Alter. Ja, nee, es war nur, weil ich eine Kurve da verkackt habe, sonst wäre ich, glaube ich, auch noch relativ dicht dran, aber, ja. Alter, ja, alles gut. Kann ich hier durchziehen, oder? Ja, du kannst komplett durchziehen. Außer im Tunnel, die Kurve nicht. Ja, ja, da ist aber kritisch. Bis Tunnel kannst du alles durchziehen. Mit dem Wagen. Die packst du alle, die Kurven. Aber die Tunnelkurve, da musst du runterbremsen auf 150 oder sowas, sonst packst du nicht. Oh, du rauchst ein bisschen. Ist es Reifenqualm oder bist du gecrashed? Du bist gecrashed, mein Freund, und ich bin direkt. Ah, nein, ich wollte die Kurve nehmen. Ja, genauso wie ich, ne? Warte mal, wo ist er? Warte mal. Ach, da! Wo du rausfahren wolltest, ich bin komplett in die rein gecrashed. Ich hab ihn, Digga. Ja, ich komm. Was? Komm! Nein! Nein! Er fährt, ne? Bitte nicht. Ich kann nicht mehr fahren. Er fährt. Digga, wie sieht mein Auto aus? Er brennt. Ich muss respawnen. Digga, wie sieht mein Auto aus? Digga, oh, der Typ fährt, ne? Ich sag, der ist OP, Digga, du brennst und was weiß ich nicht alles. Mein Wagen, der Motor überhitzt aber gleich. Ich bin auf dem Weg. Alter, weißt du, hast mich so weggecrashed. Ohne das, ich hätte ihn, Digga. Weser. Weil mein Motor ist abgekackt. Ja? Ja, mein Motor ist im Arsch. Okay, komm her, Digga, komm her. Bruder, dein Wagen ist halt wirklich gefühlt eine Leiche, ey. Ja, ich hab ihn. Ja, die Minuten 9. GG. Ich wollte da abbiegen, aber hab verkackt. Wie viel Zeit hat sich noch? Also hätten wir noch? 7 Minuten 9. Ja, okay, Digga, wir haben dich bekommen. Alter, Bandit, das ist gar nicht so einfach. Ja. Eben, deswegen will ich's nicht machen. Nice. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit einer weiteren Folge von BeamerG. Ich hoffe, euch hat's erneut gefallen. Und ja, ich sage dann, wie gewohnt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Tschüss.